Khomeini, dessen Name bis heute gehört wird. Du wirst kein Held werden, du wirst kein Held werden, wenn du hier einen auf Oberzuhälter machen willst. Oder einen auf Obergangster. Oder einen auf, was weiß ich, Oberdrogendealer. Oder wenn du dir ein paar Jahre einen Ferrari leisten kannst und cool durch die Gegend fährst. Es wird der Tag kommen, wo du den Ferrari nicht mehr fährst. Wo du vielleicht mit dem Stock gehst. Oder im Rollstuhl fährst. Oder im Krankenhaus bist. Oder Krebs hast. Oder querschnittsgelähmt bist. Oder unter der Erde bist. Dieser Tag wird kommen. Da bist du kein Held mehr. Und die Leute, die dir heute auf die Schulter klopfen, sagen, ey, der Mehmet, der ist cool, der ist ein Schlägertyp. Ey, der so und so, der ist cool. Der hat Geld, ey, der Baba, der hat das und das, der kommt mit den Frauen und blablabla. Ach ja, wird alles vergehen. Ach, die werden deine Feinde sein am jüngsten Tag. Wenn du ein Held werden willst, sei ein Held bei Allah. Sei jemand, der fünfmal am Tag betet. Sei jemand, der etwas für die Religion tun will. Sei jemand, der zum Guten ruft. Sei jemand, der zu guten Taten ruft. Sei jemand, der die Jugendlichen mit in die Moschee bringt. Sei jemand, der die Mädchen zum Hijab ruft. Mache das. Lerne den Islam. Fange an. Das soll heute der Anfang sein. Ich bin hier nicht hingekommen, einfach nur zu provozieren oder was, sondern ich will euch erreichen. Und ich will Herzen erreichen, die ich vielleicht nicht in der Moschee erreiche. Weil ich überzeugt davon bin, dass der Islam ein Weg zum Besseren ist. Dass er damit die Gesellschaft verbessern kann. Und weil ich überzeugt bin, dass wenn wir Muslime uns verbessern, dass auch das Bild des Islams verbessern wird. Aber dafür müssen wir anfangen, den Islam zu praktizieren, liebe Geschwister. Und deswegen nehmt euch das vor. Wenn ihr heute nach Hause geht, liebe Geschwister, dann nehmt euch bitte vor, meine E-Mail-Adresse oder meine Internetadresse zu verbreiten. Verbreitet die YouTube-Kanäle, abonniert die Facebook-Seite und verbreitet Videos, wo zum Guten aufgerufen wird. Und lernt Argumente. Und ihr könnt ja auch mit einigen Brüdern reden. Ist es? Ja, übrigens wollte ich sagen, Mann? Ja, gerade hinter dem Gebäude hier. Hat noch jemand den Islam angenommen? Takbir! 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 So, da hat gerade noch jemand den Islam angenommen, Alhamdulillah. Wie gesagt, liebe Geschwister, das ist der dritte heute, ne? Ist noch jemand hier? Traut sich noch jemand? Traut sich jemand, zum Hassprediger auf die Bühne zu kommen? Wir beißen nicht. Wir haben auch keine Waffen dabei. Morgensterne, Samurai-Schwerte haben wir alles zu Hause gelassen. Alhamdulillah. Deswegen, liebe Geschwister, Alhamdulillah. Macht etwas aus eurem Leben. Fangt an. Fangt an. Alhamdulillah. Und so ging das ganze Leben des Propheten Friede und Segen mit ihm. Heute habe ich nur bis zu dieser Schlacht gemacht. Ich will noch etwas weitermachen. Bleibt ruhig, bleibt alle hier. Komm, lasst euch nicht provozieren. Das sind alles betrunkene Leute. Komm, wir haben einen guten Ruf. Wir haben einen guten Ruf bei der Polizei und diese Leute wollen nur Aufmerksamkeit. Lasst das. Das ist uninteressant. Wir halten hier unsere Rede. Wir sind immer friedlich und das ist die Aufgabe der Polizei. Und wir wollen auch der Polizei danken, dass sie die Aufgabe hier so gut übernommen haben und sich so fair verhalten haben. Alhamdulillah. Dafür. Aber guck mal Leute, das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss, weil wir sind ja fast beim Ende. Guck mal, wir haben heute nur über Sachen geredet, die eigentlich positiv sind für diese Gesellschaft. Wir haben gegen Kriminalität geredet, wir haben dazu aufgerufen, sich friedlich zu verhalten, aber trotzdem gibt es Leute, die daraufhin aggressiv werden. Die betrunken sind, die alkoholisiert werden. Bleibt hier, Leute. Lasst euch nicht provozieren.
Weil das wollen die nur. Versteht ihr? Das wollen die nur. Wir bleiben hier, wir lassen uns nicht provozieren. Und das ist das Schöne, dass bisher nie etwas passiert ist bei unseren Kundgebungen. Ja? Und macht es der Polizei auch nicht unnötig schwer, weil wenn jemand dahin rennt, macht man es der Polizei nur unnötig schwer. Okay? So, auf jeden Fall. Wir haben nur zum Guten aufgerufen und trotzdem wird man befeindet. Ich will euch hier etwas sagen. Es gibt leider unter einigen Muslimen die Vorstellung, dass wenn man den Islam richtig beibringen würde und richtig praktizieren würde, dass man dann von allen gemocht werden würde. Und das ist nicht so. Das ist falsch. Es wird immer Leute geben, die gerade dann gegen dich sind, wenn du die Religion richtig praktizierst. Und was ist das beste Beispiel dafür? Das beste Beispiel dafür ist der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Das ist das beste Beispiel. Oder der Prophet Ibrahim a.s., der ist ins Feuer geworfen worden. Oder der Prophet Musa a.s., die Kinder seiner Folger, seiner Anhänger sind getötet worden. Aber wen wir erreichen wollen, sind die Menschen, die ehrliche Herzen haben. Und davon gibt es viele in Deutschland. Bruder, 3 Leute haben heute schon den Islam angenommen. Alhamdulillah. 3:0 für uns. Alhamdulillah. Deswegen. Alhamdulillah. Deswegen, 3 Leute haben den Islam angenommen und einige Leute sollen Spielverderber sein und sind sauer. Aber glaub mir, es sind auch heute viele Nicht-Muslime gewesen, die sich das angehört haben, die vorher gehört haben, oh, der Hassprediger kommt und so weiter. Und die sich gesagt haben, was war denn jetzt so schlimm gewesen? Ja, wir sind stolz auf unsere Religion. Ja, wir glauben auch, dass der Islam den einzig wahren Weg zu Gott darstellt. Und damit wollen wir keinen beleidigen, sondern wir wollen die Menschen daran teilhaben lassen. Wir wollen die Menschen daran teilhaben lassen. Eine Frau will Islam annehmen. Eshadu. Eshadu. En. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eshadu. Eshadu. Enna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. So, die Schwester können natürlich der neuen Schwester noch gratulieren. Bitte die neue Schwester nicht aufnehmen, die will nicht im Gesicht aufgenommen werden. Und möge Allah die neue Schwester segnen. Amin. Möge sie ins Paradies führen. Amin. Und möge sie glücklich machen im Diesseits und im Jenseits. Amin. Und bitte für die Schwestern, die heute hier sind, hier sind viele praktizierende Schwestern, tauscht die Nummern aus, helft eurer neuen Schwester. Ja? Ich gehe von Ort zu Ort, ich kann mich leider nicht um jeden kümmern. Ja, und deswegen wollte ich auch euch um Vergebung bitten, wenn vielleicht der ein oder andere etwas zu kurz gekommen ist, weil ihr könnt sicherlich verstehen, es sind heute wieder, und natürlich sind jetzt schon wieder einige gegangen, aber es waren vor allen Dingen eben Hunderte hier gewesen, ja, und ich kann mich da nicht um jeden kümmern und ich freue mich über jeden, der hier ist und macht weiter, liebe Geschwister, aber verzeiht mir bitte, wenn der ein oder andere zu kurz gekommen ist, weil es ist für mich nicht immer so einfach, dass ich mit jedem ein Gespräch führe oder so, weil einfach zu viele Leute da sind. Bitte die Schwestern, tauscht die Nummern aus, helft der neuen Schwester, inshallah. Und ich gratuliere der neuen Schwester auch nochmal zur besten Entscheidung ihres Lebens und ich hoffe, dass es noch Leute gibt. Ja. Ja. Gibt es noch jemanden, der den Islam annehmen will jetzt? Wie lange haben wir noch? Halb. Ja, so. Ich mach mal weiter. Bei Birr, dann kam die, das war also Bath Rajia, Juli 625. Ich habe gerade die Geschichte von Khobeib erzählt. Ja, merkt euch die Geschichte. Bei Birr Mauna im Juli 625 wurden 69 Muslime getötet. Dann kam es zu Reswa Beni Nadir, August 625, keine Toten. Zu dieser Schlacht möchte ich was erzählen. Das war eine Schlacht mit dem zweiten jüdischen Stamm in Medina. Dieser Stamm hat geplant, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verdichten, zu töten. Und sie haben einen Anschlag auf ihn geplant. Jibril hat ihn davon unterrichtet. Was hat der Prophet danach gemacht? Hat er Rache geübt? Nein, das Einzige, was er gemacht hat, ist, zur Sicherheit von Medina hat er diesen Stamm verbannt, obwohl sie sich zuerst gewehrt haben und mit Steinen und Pfeilen gekämpft haben.
Es kam zu keinem Toten. Trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht bestraft, dass er sie getötet hat, exekutiert hat, sondern er hat sie nur aus Medina verbannt, obwohl sie mit Pfeilen geschossen haben. Ja? So. Ja, hallo, alles klar? Was läuft? Habt ihr heute gespielt? Grüß dich, Hassan, habt ihr heute gespielt? Gegen wen? Gegen Dortmund 2. Gegen Dortmund 2, und wie war's? Nicht so schön, Bier war lecker, Wurst war gut. Bier war lecker, Wurst war gut. Und, also in welcher Liga spielt ihr eigentlich jetzt? Ach komm, kannst du mir doch erzählen, ist doch nicht schlimm. Ich bin fast bei Ala in der dritten Liga. Hauptsache man gibt das Beste. Ne? Hauptsache man gibt das Beste. Auf jeden Fall. Das heißt, er hat trotzdem keine Rache an ihn geübt, sondern hat sie nur verbannt. Okay? Dann. Übrigens, was Fußball angeht, da muss ich euch was erzählen. Ja? Jetzt fällt mir was ein, wo ich gerade hier beim Fußball bin. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja mit meiner Familie, war ich ja 2 Jahre in Ägypten gewesen. Und mein Sohn war dann natürlich in einer Schule. Und in Ägypten, da muss man vorstellen, da sind alle Madrid- und Barcelona-Fans. Und da liefen dann alle Kinder immer mit dem Madrid und Barcelona. Warum ist das hier so Geräusche machen? Ich bin doch so weit weg. Auf jeden Fall, alle Kinder jeden Tag immer, oh Ronaldo, Ronaldinho, bla bla bla. Und Messi und so weiter und so fort. Und dann am Ende Champions League Finale, Dortmund gegen Bayern. Mein Sohn, der einzige Deutsche in der Schule, er war natürlich der Star hier. Guck mal bei uns. Deutschland, Barcelona und Bayern. Aber auf jeden Fall. Das heißt, der Prophet hat sie vertrieben und dieser Stamm nachher hat von Cheba aus geplant, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vernichten. Dann, als er sie vertrieben hat, was hat er gesagt? Sie dürfen alles mitnehmen, also nicht wie die Quraysh es vorgemacht haben, außer Waffen. Außer Waffen dürfen sie nicht mitnehmen. Nächster Punkt. Reswa Dunesht kam danach. Im September und Oktober wieder der Fall, was ich eben gesagt habe. Eine Armee wollte angreifen. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat daraufhin eine Armee dorthin geschickt. Es kam zu keinen Toten. Dann kam Reswa Tubadar die Zweite. Die Mushrikun von Quraysh wollten sich mit dem Propheten an Badr wieder treffen, haben aber dann kurz vorher sich anders überlegt, weil sie Angst bekommen haben. Und da kam dann jemand, der hatte einen Vertrag mit dem Propheten, Friede und Segen mit ihm. Ein Friedensvertrag. Und dann sagte der Prophet, und er hat etwas Komisches gesagt, worauf der Prophet, Friede und Segen mit ihm, zu ihm gesagt hat: Willst du den Friedensvertrag mit uns auflösen? Dann werden wir ihn auflösen und dann werden wir euch bekämpfen, bis Allah zwischen uns entscheidet. Sinngemäß. Was zeigt das? Was zeigt das? Das zeigt, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat nicht, wie die Leute behaupten, wie die Islamfeinde behaupten, Friedensverträge gemacht, wenn er schwach war, um sich dann reinzuschmuggeln und dann von innen die Leute kaputt zu machen. Der hat Friedensverträge gemacht, wenn er stark gewesen ist. Der hat Friedensverträge gemacht, wenn er stark war und die Macht hatte, auch diese Leute im 0,nix platt zu machen. Das ist auch wieder ein Beweis gegen die Leute, die behaupten wollen, dass der Islam ja so eine radikale, gefährliche, kriegerische Religion sei. Dann, Reswa Daumatul Jendel. Wieder dasselbe Szenario. August 626. Wie viele Tote gab es? Keinen einzigen. Dann kam es zu Reswa Tukhandak. Die Quraysh kam mit 10.000 Soldaten, wurden von den Juden, von Benu Nadir, die nach Khaybar gegangen sind, mitbezahlt. Die haben den Stamm Ratafan mitbezahlt. Sind dort angekommen mit 10.000 Soldaten. Der Prophet hatte ca. 3.000 Soldaten bei sich. Und was haben die gemacht? Die haben ein Graben gegraben. Warum? Damit es nicht zum Kampf kam. Insgesamt sind bei dieser Schlacht, die ca. einen Monat dauerte, das heißt, Medina wurde belagert, kam es zu
gab es 11 Tote, was ich gezählt habe, Nicht-Muslime und 6 Märtyrer von den Muslimen. 6 Märtyrer von den Muslimen, das heißt 17. Das ist fast gar nichts. Das heißt, der Prophet hat extra das Blutvergießen vermieden, indem er einen Graben gegraben hat und konnte somit großes Blutvergießen vermeiden. Dann, Reswa Bani Qurayza. Das ist jetzt, guck mal. Wir haben jetzt so viele Schlachten erwähnt, wir haben jetzt insgesamt, lass schon mal gucken. Bruder, lass mich mal gucken. Wir haben jetzt insgesamt 26 sogenannte Schlachten erwähnt. Bei insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schlachten kam es überhaupt zu Toten. Von diesen 26 Schlachten. Bei insgesamt 9. Also circa in einem Drittel der Schlachten, in circa einem Drittel der Schlachten gab es überhaupt zu Toten. Das heißt, wenn jemand erzählt, ja, die haben ja so viele Schlachten geführt, dann soll er erstmal den Hintergrund erzählen und soll mal darauf eingehen. Dann, Reza Bani Qurayza, das wird jetzt rausgesucht. Guck mal, von all diesen Schlachten wird jetzt diese Schlacht rausgepickt, weil es dort zu 400 bis 800 Toten kam unter den Juden von Bani Qurayza. Und er sagt, hey, der hat so und so viel getötet. So und so viel Juden hat er dort getötet. Dann sagen wir, warum? Wie kam es dazu? Was war der Grund? Wenn man von einem Krieg redet, dann müsste man ja eigentlich erzählen, wie es dazu gekommen ist oder nicht. Ansonsten würde man das perfekte historische Fälschung nennen. Wenn man sagen würde, die Alliierten haben in Deutschland so und so viele Menschen getötet, ohne vorher zu erwähnen, wie es überhaupt zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist, dann würde es ein völlig falsches Bild auf den Krieg der Alliierten werfen. Aber auf jeden Fall, Bani Qurayza hat den Propheten verraten und ihr Verrat hat bald dazu geführt, dass die Muslime komplett ausgerottet wurden. Und daraufhin gab es die Todesstrafe für eine ganze Menge von ihnen. Und das war ein Befehl vom allmächtigen Gott gewesen. Wie kann Gott das befehlen? Dann sagen wir zu einem Christen, wie kannst du glauben, dass Gott das in der Bibel befohlen hat? Punkt. So. Aber das sieht man, war eine große Ausnahme für einen speziellen Fall von Leuten, die ihren Vertrag gebrochen haben und deren Vertragsbruch bald dazu geführt hat, dass die Muslime alle abgeschlachtet werden, obwohl der Prophet vorher 2 jüdische Stämme begnadigt hat. Das heißt, hier hatten wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Und übrigens, derjenige, der dieses Gericht ausgesprochen hat, war nicht der Prophet, sondern war Sa'd ibn Mu'ath. Der Prophet hat Sa'd ibn Mu'ath, der Führer des Stammes von Medina, die Aufgabe gegeben, über diese Leute zu richten. Dann hat Sa'd ibn Mu'ath zu den Juden gesagt, seid ihr mit meinem Gericht zufrieden? Sie haben gesagt, ja. Und dann hat er die Todesstrafe ausgesprochen. Außer ein Jude, außer die Frauen, Kinder etc. Das muss man dazu sagen. Es war kein Holocaust, sondern die vereint waren, um den Propheten auszurotten. Und die Muslime hatten viel Glück, in Anführungsstrichen, gehabt bei dieser Schlacht, dass sie nicht ausgerottet wurden. Das muss man dazu sagen. So. Und ein Jude, der von Weitem herkam und nichts mit dieser Aggression zu tun hatte, der wurde begnadigt. Damit man sieht, es ging um die Kriegshandlung der Juden. Das heißt, diese Kriege, die wir jetzt alle genannt haben, und übrigens dieser Krieg mit Banu Qurayza ist der am meisten kritisiert wird, sind alles berechtigte Aktionen gewesen und zeigen, dass der Prophet kein blutrünstiger Krieger gewesen ist, sondern dass er jemand war, der sich verteidigt hat, dass er jemand war, der die Religion Allahs verteidigt hat und dass das alles notwendig gewesen ist. So verteidigen wir den Propheten Friede und Segen mit ihm. Und deswegen nochmal, liebe Geschwister, lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir sind stolz auf unsere Religion. Wir müssen Selbstbewusstsein haben. Und beim nächsten Mal, liebe Geschwister, wenn wir kommen, dann nimmt bitte noch ein paar Leute mit. Sagt den Leuten noch Bescheid. Wir hatten diesmal nur kurze Zeit Vorbereitung gehabt für die Werbung. Aber Alhamdulillah, eben zu der besten Zeit waren sehr viele Muslime hier gewesen. Ist ja auch nicht allzu warm heute. Alhamdulillah. Was ich jetzt noch sagen will, liebe Geschwister. In Syrien herrscht Krieg. Und die Menschen sind...